Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Unboxing-Video. Heute präsentiere ich euch den Glas Jaguar 89 Fathäcksler. Die Verpackung muss ich nicht mehr zeigen, weil das reicht schon im Intro. Also wie es aussieht, da werde ich ihn mal auspacken. So, das Maisgebiss habe ich befreit. Mit dabei war auch die Gebrauchshinweise. Da hat ein bisschen verändert. Und auf der Rückseite sieht es so aus. Also ein Katalog ist es nicht. Schaut euch den Unterschied mal an. Dieser Fathäcksler hat noch drei weitere Funktionen. Sowas habe ich auf der Bruder-Website und aus dem YouTube-Kanal Bruderspielwaren gesehen. Kabinentür zum Öffnen. Lenkbar. Und abnehmbare Vorderräder. So erhöht auch den Spielwert. Dann zeige ich euch, wie der Motor aussieht. Also hier kann man öffnen. So sieht der Motor aus. Es sieht noch besser aus als beim alten Modell. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Mit Radschlüssel zum Räder montieren. Und das Beste ist, der hat sogar einen Kupplungsadapter. Da kann man verschiedene Kippe ankoppeln. Beim alten Modell ist es nicht so. Also man sieht schon den Unterschied. Also so sieht es mit dem alten Modell aus. Also man kann schon Kippe ankoppeln, aber leider, wenn man scharf um die Kurve fährt, hängt er von selber ab. Das sollte ich mal verbessern. Weil ich habe den Kupplungsadapter sogar als Ersatzteil. Dann kann ich bei diesem Fathäcksler den Kupplungsadapter anschrauben oder sogar annageln. Mal sehen. Also bei dieser Kabine vom Fathäcksler passt die Figur knapp hinein. Eine Bewertfrau passt besser rein, weil sie schlanker ist als bei Brudermänner. Schließlich kann die Fahrerin auch herausnehmen aus der Kabine. Sie will auch Feierabend machen und ins Bett gehen. Und in diese Kabine vom Fathäcksler passt der Brudermann locker rein. Da hat Bruder den besten Fathäcksler produziert. Und außerdem sieht man schon den Unterschied von zwei Maisgebiss. Man kann sogar von zwei Fathäcksler austauschen. Nein, warte. So sieht es eher besser aus. Dann braucht der Fathäcksler den passenden Fahrer. Ja, genau, der Landwirt kommt gerade recht. So, der Fahrer ist drin. Nun geht's ans Maishexen für eine Reihe. Und das Beste ist, man kann sogar den Glas Dreifachmehrwerk ankoppeln und damit mähen. Und dann wird das Dreifachmehrwerk zusammengeklappt. Und zwar so oder so. Und natürlich habe ich auch den Glas Pickup 300 HD zum Heuhäckseln. Thank you.
Beim Glas Pickup kann man sogar die Klappe öffnen. Dann sieht man, wie es von innen aussieht. Das Teil ist auch beweglich. Also im nächsten Jahr produziere ich ein Video von diesem Feldhäcksler als Neuauflage, ungefähr ab August oder September. Schließlich mache ich das Beste draus. Dann kommt das Video von diesem Feldhäcksler im Jahr 2024. Und außerdem ist Video produzieren viel Arbeit. Dann solltet ihr gedulden müssen. Oh, fast vergessen. Bei diesem Feldhäcksler kann auch Zwillingsbereifung angebracht werden. Und bei diesem Feldhäcksler auch. Es hat die gleichen Profilreifen wie die Traktoren der 2000er Serie. So, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Also dann ciao, bis zum nächsten Unboxing-Video.